Ich quasi übertragen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der letzte Pokertag. Also heute nochmal Turniere angreifen. Morgen gibt es dann auf jeden Fall schon mal ein Interview, kann ich euch versprechen. Und vielleicht auch mal raus aus Vegas. Mal gucken, der Nojan hat da was vorgeschlagen. Da waren wir mal in der Wüste oder wo auch immer See in einem Interview. Und der Philipp. Moin. Ist auch noch mit mir am Frühstücken. War sehr lecker, sah sehr gut übrigens. Guck mal, wie lecker das aussieht. Das sieht so lecker aus. Sieht super lecker aus. Und ich habe mir hier noch so einen Zitronenkuchen gegönnt, aber nee, das war nichts. Was machst du heute? Ich werde wahrscheinlich gleich ins Daily Deep Steak gehen, in 250er im Horseshoe um 1 Uhr. Mhm. Ja. Und dann denke ich mal, wird es auch mein letztes Turnier werden. Morgen mal entspannt machen, vielleicht ein bisschen was kaufen, Kleinigkeiten für zu Hause, für Freunde. Gute Idee, muss auch noch machen. In einen Giftshop mal gehen, irgendwas kleines Anbringsel, ein Magnet mitbringen. Und dann war es das auch. Dann ist Vegas durch dieses Jahr. Ja, aber lief ja gut für dich. Und ja, mein Resümee habe ich ja schon im letzten Vlog gesagt. Ich bin ja durch die ganze Swapperei-Action-Reihe ganz solide auch hier. Und muss jetzt gucken, was ich heute im 800er mache im Aria. Hab's ja gestern verballert, schön im Orleans. Gut, dann auf in den letzten Pokertag. Guten Morgen, guten Morgen. Also, Philipp und ich haben schon gefrühstückt. Jetzt gehe ich. Da kommt schon mein Uber. Bestelle ich immer direkt im Hotelzimmer. Bin immer so flott da, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Pro-Tipp. Nicht Taxi fahren, Uber. Guck zwar auf die Preise, wenn eine große Veranstaltung in der Stadt ist, kann auch mal Taxi billiger sein. Aber das seht ihr dann, habt ihr ein Gefühl für. Normalerweise zahlt man so zwischen 10 und 15 Dollar. Da, wo ich jetzt immer hin muss, also das sind ja die Strecken zu den Casinos. Jetzt einfach fragt ihr nach meinem Namen, ob ich das bin. Werdet ihr jetzt sehen. Schlagt da ein und bringt euch direkt dahin. Das heißt, ihr wisst vorher schon, was der Preis ist, was der Vorteil zum Taxi ist. Schon mal das auch. Also billiger und man weiß, man wird nicht abgezogen. Man hat ja vorher schon bestätigt. Hi. Hi. Good morning. My name is Jan. Is it okay when I take my drink with me? This one? Yeah? Okay. Thank you. Oh, just a second. I'm filming. I just wanted to show the crowd how easy it is to take an Uber in Las Vegas. Much better than a taxi. Okay, thank you very much. This is how it works. She brings me to my spot. It's easy. And yeah, much better because I know the price before we start the trip. Next try. 51 hier, da hinten geht's hin. Diesmal leider nicht in der geilen Area. 51, das wird safe im normalen Turnierbereich sein. Aber einmal High Roller Cash Game Zone durfte ich dann doch mal erleben. Ohne Geld zu machen. Jetzt aber vielleicht. Let's go. Nehmen wir mal uns. Schauen wir mal, wo es lang geht. Wie oft habe ich eigentlich Let's Go in den Vlogs gesagt? Hallo. 51? Alright, thank you. Okay, wir sind direkt hier. 1, 2, 3, 4. Oh, das lag auf meinem Platz, Leute. Lot of luck. So, erste Pause im Aria. Ja, guten Start erwischt. Schönen Tisch erwischt, auch mit einem netten Deutschen, neben mir ein bisschen unterhalten, dann geht die Zeit schneller rum. Ja, viel zu berichten gibt es aber noch nicht. Keine großen Hände gespielt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Game begin. So. Dritter Anlauf. Ich habe 18 Big Blinds. Kommen wir jetzt in Big Blind und 207 left, 96 kommt ins Geld. Jetzt muss ich Comeback starten. Let's go. GG. Direkt nach der Pause, erste Hand im Big Blind, kriege ich Ass, Bube, Small Blind stellt mich all in. Ich snap call natürlich. Er hat König 10, Käse, Tiger, ich habe Ass, Bube. Auf dem River kommt die 10. Das war's. Also große Turniere werde ich in Vegas leider nicht mehr spielen. Ich schaue jetzt mal nach einem kleinen Daily oder so. Mal gucken. Ich schaue mal jetzt in die App, was es so gibt. Und dann esse ich vielleicht vorher noch was. Hab zwar gerade ein Stück Pizza gegessen in der 15-Minuten-Pause, aber... ja, ich denke mal, Orleans wird es werden wieder. Da es der letzte Tag ist in Vegas, beziehungsweise der letzte Pokertag. Morgen ist ja nochmal ein Tag hier, aber da werde ich nicht an dem Pokertisch sitzen. Fahre ich jetzt mal zu einem Casino, wo ich noch nie war, wo ich gehört habe, das muss das softeste ever sein. Aber nur mal aus Spaß zum South Point Casino. Ob da es wirklich so wunderbar soft ist und was da geht. Ist die gleiche Garantie wie in Orleans. Es wäre rein theoretisch, also wenn man jetzt mal wirklich nur aus Pokersicht denkt, die Fahrt dorthin, die Vieh ist das jetzt nicht das Optimalste, aber ist jetzt quasi wie so eine Art Erlebnis für mich, mal raus aus dem Strip. Habe ich jetzt die ganzen Tage nicht gemacht.
Sonst fahren wir mal ein bisschen ins Nirgendwo. Ja, selbst hier sehe ich gerade, der Excalibur habe ich noch nicht mal gesehen in diesem Trip. Unfassbar. So weit südlich war ich noch nicht in den ganzen Tagen. Okay, Leute, also ich bin jetzt hier im South Point Casino. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich dachte, ich hätte irgendwie mal Bock auf was ganz Neues. Am letzten Tag irgendwie mal raus aus dem Strip. Hier ist es genauso warm. Wir sind ja auch nur ein paar Kilometer, ich weiß es nicht, 10 Kilometer oder so. Aber ja, ich werde euch berichten, wie dieses alte Casino sich so pokern lässt. Wie es sich hier so pokern lässt. So, also. Der erste Eindruck ist, geisteskrank geiles Casino. Das ist ein richtig old-fashioned Casino, aber was noch richtig schick, sauber. Hier ist richtig viel los, wahnsinnig voll. Keine Ahnung, ich bin gerade komplett begeistert. Jetzt hoffentlich der Pokerraum auch so schön. Ja, keine Ahnung, ich finde es mega geil hier gerade. Es ist so ein bisschen was von so typischen Filmen, amerikanischen Filmen oder so. Also, schön. Ist schön, ne, ist schön. Ne? Ja, also ich glaube zu verstehen, warum es hier so voll ist. Obwohl es am Arsch der Welt ist, es ist ja voll weit weg vom Strip, hier ist gar nichts drumherum. Ich spüre hier so einen Spirit in der Luft, der ist einfach geil. Und keine Ahnung, ich bin gerade begeistert. Hier könnten sie auch mal eine große Turnierserie machen. Ich glaube, gibt es sogar, ne? Aber ja, jetzt spiele ich in so ein $200-Turnier rein. Springe ich in so ein $200-Turnier rein. Lasst euch wissen, wie es läuft oder wie es gelaufen ist. Vielleicht geht es ja auch schnell. Vielleicht geht es auch schnell nach oben. Let's go. Leute, das ist verrückt. Aber ein Tisch ist einfach ein Typ, der schläft jede Hand ein. Und ein anderer schaut sich mal die Hände so an, nimmt die hoch. Man hält sie sich so vorm Gesicht. Und ich kann die halt immer sehen, die Hände. Und sag immer, ich sehe deine Hände. Und mach es trotzdem immer wieder. Der Dealer sagt was, ich sag was. Es ist schon sehr lustig hier in diesem South Point-Ding. Also super, super, super. Also, softer geht's nicht mehr. Das ist das Maximum, was ich bisher erlebt habe. Stack ist gut. Ich habe 2,5-fachen Start-Stack. Funktioniert auch alles hier. Aber ob es durchgeht, sehen wir dann, ne? Sehr schönes Casino. Ich, kompletter Flash hier. Ich finde es mega. Also deutlich besser als viele, viele Casinos auf dem Strip selber. Aber natürlich jetzt nicht die Top-Aria und Co., aber so, ne, die Standard-Dinger. Gut, ich spiele mal weiter. Das war bitter. Ich bin an der Bubble 3 vor Geld gerade rausgeflogen und die letzten Hände waren einfach krank. Ich pick Asse auf, mache auf Schauspieler, nach dem Open Race, geh all in, call mit Buben, halten Asse, double up, wieder guten Stack, ich war short, also guten Stack, heißt ich war halt short mit einem Rauf auf 18 Big Blinds. Ist natürlich kurz vor Geld super. Da mal ein bisschen durchzuatmen. Dann habe ich Könige, 3 Hände später. Open Raise nur. Big Blind Calls. Board geht auf Dame. 5-4. Er jammt einfach. Hat circa meinen halben Stack. Ich snap call natürlich. Er hat Ass 10 mit nichts, mit keinem Backdoor, mit gar nichts. Ass auf dem River. Ich dachte mir jetzt, das war der älteste Mann am Tisch, wahrscheinlich im ganzen Turnier, wird schätzen so um die 90 wahrscheinlich. Hat bei jeder Hand 15 Stunden gebraucht, also jetzt ist halt leider so, ne? Ich meine, es tut mir auch leid, aber gut, war halt so. Ne? Er hat auch immer so ganz krasse Sachen gemacht, also der hat einfach nur den ganzen Tag, Abend Glück gehabt, hat mit Poker nichts zu tun gehabt. Und dann kam... 2 Hände später, ich muss gerade überlegen, oder 3-4 Hände später, hatte ich Queen Jack suited, Small Blind. Mit meinem restlichen, was habe ich da noch gehabt?
8 dB müssen es noch sein. Ich jamme, er im Big Blind called, hat Ass-König, hält mich, ihr seht die Hand jetzt. Ass kam ja noch für den Kollegen am River. Und ja, das tat weh, so 3 vor Geld ist schon bitter. Ich bin heute auch im Aria, wie ich ja schon in dem Vlog erzählt habe, übel rausgeflogen, wusste auch schon Richtung, ja, Bubble, also zumindest, wenn ich da aufgedoppelt hätte, dann muss man mit der Bubble anfreunden können. Resümee ist aber trotzdem gut, ne? Natürlich die Vegas-Trip war gut und ich bin 5-mal gebubbelt, jetzt ein echter Stone-Bubble-Man, der war jetzt auch gerade mit 3 vor Geld, zählt das ja auch nicht als Stone-Bubble-Boy, aber so wie der Tag heute war letztes Jahr komplett der Trip, also es ist ja alles weggebrickt. Ich habe immer die Stone-Bubble, ich habe geisteskrank, bin ich schlecht gelaufen. Dieses Jahr war es ein Glück besser, aber jetzt kommt mein Essen. Thank you. Jetzt gönne ich mir erstmal einen Salat und dann machen wir morgen nochmal einen Vlog. Es gibt morgen auch ein Interview und ich freue mich, da nochmal ein Resümee zu ziehen über den Vegas-Trip. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf, mein Kindchen, schlafe. So, ihr Lieben, ich bin doch nochmal unterwegs und zwar der liebe Philipp hat einen Deep Run. Ist kurz vorm Final Table oder schon Final Table, ich weiß es nicht. Hat zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Update bekommen habe, noch einen guten Stack und das Schöne ist, wir haben heute Morgen gequatscht und ich habe ihn auch ein bisschen ins Rennen geschickt, habe da auch noch ein bisschen was an ihm dran, an Anteilen. Das heißt, er macht uns beide glücklich. Und Ray muss natürlich dann auch da sein. Ich guck mal, dass ich mir hier noch irgendwas zu trinken hole, wo ich wach von werde. Ich hoffe, es geht nämlich noch lang bis zum Schluss. $24.000 gibt es den ersten. Wenn er das holt. Was wäre das? Was ist das dann für ein Trip für ihn? Main Event Package gewonnen. $15.000 hier schon gewonnen. In einem anderen Turnier. Und jetzt schon wieder so ein Deep Run. Schauen wir mal. Da ist er. Das sieht nach. Schau mal, da sitzt er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist quasi Final Table Bubble. Wie professionell er da sitzt. Jetzt wird er nie was anderes gemacht haben. So, er ist im Big Blind. Schauen wir mal. Er ist Short 310, das heißt, er hat noch 8 Big Blinds. Könnte reingehen. Jerry, you're still here. Why aren't you dealing over here? What the heck? Spannend. All in und was macht er? Er ist dabei. Okay, Leute, wir können gucken, denke ich mal. Sehe ich nicht. Dreier, Ass 9, ne? Dreier, ja. Bitte halten. Das war's leider. Ich komme genau zur letzten Hand. Oh Mann. Bringe ich ihm kein Glück, wenn ich hier hinkomme. Komme ich gerade vorbei? Das gibt's ja nicht. Dein Battle. Ich hab noch. Ja, GG erstmal. Gerade in Big Blinds, die Blinds waren 20.000, 40.000. Ich habe ins Total 310, Ante weg, 2 BB weg. Ja, ich habe noch 4 BB. Und Button jammed, ich habe Pocket 3er im Big Blind. Easy Call. Und leider macht er den Flush mit der 9. Gegen Ass 9 hätte es einfach gehalten. Aber ja, guter Cash trotzdem. $2.200. Ja. Nicer Score. Also Philipp ist raus. Ich komme an, Bastard. Ich habe mein Pech quasi übertragen. Das war leider South Point. Unglücklich. Ja. Gerade reingekommen, all in, Button gegen Big Blind. Ja, ist Standard, aber war schön trotzdem mal vorbeizukommen und jetzt geht's in die Haier. Macht's gut. Tschö.